Keime in der Küche sind ein Problem. Wer sie in Schach halten möchte, der muss seinen Kühlschrank richtig einräumen. Dieser Kühlschrank ist komplett falsch eingeräumt. Hier kann keine Luft zirkulieren und die Lebensmittel sind auch durcheinander geräumt. Dabei gibt es bestimmte Zonen, die sich für bestimmte Lebensmittelgruppen eignen. Im untersten Fach auf der Glasablage ist es am kältesten. Ideal für Fleisch und für Fisch. Von Etage zu Etage wird es wärmer. Über dem frischen Fleisch zum Beispiel kann man gut den Aufschnitt hinstellen. Wichtig, dass er mit einer Folie abgedeckt ist oder in einer Aufschnittbox verschlossen ist. Die mittlere Zone ist gut für Milchprodukte, für Käse, Sahne, Joghurts. Weniger empfindliche Produkte, beispielsweise mit viel Zucker wie Marmelade oder mit viel Säure wie Senf, eignen sich für die obere Zone. Dort ist es am wärmsten. Getränke dürfen ruhig in die Kühlschranktür, wo es nicht besonders kalt ist. Butter kann ins Butterfach, dann bleibt sie streichfähig. Eier kommen auch oft hierhin. Sicherheitshalber sollten Sie sie aber lieber in den Kühlschrank tun, denn je kälter es ist, desto mehr werden Salmonellen in ihrem Wachstum gehemmt. Und Salmonellen können immer auf der Schale oder im Inneren des Eis sitzen. Gemüse gehört ins Gemüsefach. Dort sind die Temperaturen eher mäßig, aber das Gemüse fühlt sich da am wohlsten. Ein wichtiges Argument für das Gemüsefach ist, dass Erdkrümel anhaften können und darin können sich auch gefährliche Keime befinden. Wenn Sie tierische Lebensmittel auftauen möchten, wie zum Beispiel ein Suppenhuhn, dann sollten Sie es vor dem Auftauen aus der Packung nehmen und in eine Schüssel legen. In tiefgefrorenem sterben die Keime meist nicht ab, sie schlummern nur. Beim Auftauen werden sie wieder aktiv. Deshalb ist es auch wichtig, dass man ihnen beim Auftauen nicht zu viel Wärme gibt. Daher immer im Kühlschrank langsam auftauen. Nach dem Auftauen das Auftauwasser wegkippen, das Hähnchen abwaschen, mit Küchenkrepp abtupfen, zerlegen und ganz heiß durchgaren. Drei Tipps noch für hygienisches Arbeiten in der Küche. Bevor man loslegt, gründlich die Hände waschen. Wer in seiner Küche rohes Fleisch oder rohen Fisch verarbeitet, der sollte die Arbeitsbereiche trennen. Auf die eine Seite kommt dann das Fleisch und auf die andere Seite kommen dann die anderen Lebensmittel, beispielsweise für einen Salat. Bei Holzbrettchen sollte man unbedingt darauf achten, dass es nicht zu zerfurcht ist und Risse hat.